gut zu wissen, dass das der Krankenwagen ist. Den brauchen wir vielleicht heute. Hallo zusammen, Leute, zu einem neuen, wirklich verrückten Video hier aus Assetto Corsa. Heute begeben wir uns ins Jahr 1950 in der Formel 1 und Motorsportgeschichte auf den Feldbergring. Hier in Assetto Corsa in einem Mod mit dem Lotus, mit dem 1967er Lotus ist es, glaube ich. Und diese Strecke hier, die wir hier fahren, ist 11 Kilometer lang und wurde tatsächlich damals 1920 bis 1950 auch gefahren. Genauso wie ihr es hier seht. Absolut lebensmüde dieses Ding. Und die Fahrer damals, die hatten einfach richtig krass Nerven, dass sie hier bei diesem Rennen angetreten sind. Und was es bedeutet, hier auf diesem 11 Kilometer langen Kurs hier durch den Wald zu heizen, das sehen wir jetzt gleich im Video. Rein geht's. Und das hier ist unser Geschoss, mit dem wir gleich unsere lebensmüde Aktion starten. Schaut euch mal diese Reifen an, das sieht absolut krank aus. Und dieses Ding, das passt ungefähr in dieses Jahr rein. Bisschen moderner eigentlich wie die Strecke, aber ich denke, das passt. Das ist ultra schwer zu fahren, wird es hier auf der Strecke. Vor allem auf den 10 Kilometern oder knapp 12 Kilometern. Wir steigen mal ein. Wir sitzen drin und wie ihr seht, wir sind auf den offiziellen Landstraßen von 1950. Hier auf der linken Seite die Holztribüne mit den Werbetafeln mit den alten und rechts Wiese, Wald und Zäune. Mehr gibt es hier erstmal nicht. Wir fahren jetzt mal los, drehen mal den Motor hier hoch. Und gehen mal in den ersten Gang rein und rollen hier auf die Landstraße raus. Hier sind wir noch nicht auf Startziel. Startziel ist schon weiter vorne. Wir sind hier auf dem letzten Kilometer der Strecke, den wir jetzt gleich versuchen zu überstehen. So, wir schalten nochmal einen Gang hoch. Immer kurz vorm Gas gehen, wenn wir runterschalten. Und jetzt durch die letzten paar Kurven geht's durch. Hier driften wir schon rein. Über die Startziel geht's hier rein. Auf der rechten Seite haben wir die Boxengasse. 5 Gänge hat das Ding. Weiter hoch kommen wir nicht, schalten. Wir bremsen ab für die erste Kurve. Oh, direkt in der ersten Kurve ist das Auto zerstört. Schön. Also ihr seht, das Fahrzeug von damals hat halt einfach gar keinen Grip. Nicht mal die erste Kurve geschafft. Und die erste Kurve ist nicht mal ansatzweise wahrscheinlich die schwerste Stelle hier der Strecke. Und wieder fahren wir über Startziel zu. Nochmal auf die erste Kurve. Wir bremsen jetzt schon bei Startziel runter. Wow! Junge! Oh, wie schwer ist es überhaupt, die erste Kurve zu schaffen? Und wieder blockierende Reifen. Wir kriegen aber die erste Kurve. Jawohl, let's go. Linke und rechte Seite Zäune. Und jetzt geht's zu Vollgas auf das erste Dorf zu. Wir bremsen schon mal ab. Oh, da haben wir auf der linken und rechten Seite Bordsteinkanten. Bordsteinkanten und Mauern. Steinmauern. Ist das crazy? Und jetzt geht's einfach auf Pflastersteine. Pflastersteine. Achtung, runterbremsen. Vorsicht. Vorsichtig. Erster Gang. Wir haben überlebt. Wir haben die gefährlichste Stelle, glaube ich, der Strecke überlebt. Und raus geht's. Es holpert ordentlich. Und hier geht's wieder auf die Landstraße raus. Links geht's in den Feldweg rein. Und wir haben überlebt. Wir haben jetzt die ersten paar Kurven durch das erste Dorf überlebt. Und auf der linken Seite eine kleine Gaststätte. Da wird schon ordentlich Feuer gemacht. Links wieder und wieder rechts. Einen Gang wieder hoch. Wir bleiben jetzt mal so ein bisschen vorsichtig. Die nächsten paar Kurven, dass wir hier zumindest überleben. Boah, wieder richtig durchgedriftet. Achtung. Harte Linkskurve. Und jetzt haben wir schon sehr, sehr viel Kurven geschafft. Wieder hoch. Lange Gerade. Wir schalten hoch im dritten Gang. Dritter, vierter Gang. Let's go. Und jetzt geht's wieder hoch den Wald. Und jetzt haben wir wieder eine echt heftige Rechtskurve. Schon mal abbremsen. Wir driften wieder hoch. Oh, ist das crazy. Das muss damals so hart gewesen sein, wenn man dann noch Rennen fährt. Achtung, wieder Linkskurve. Und das war's schon wieder. Hier haben wir auf jeden Fall den Krankenwagen von 1950. Sah auch ganz interessant aus. Gut zu wissen, dass das der Krankenwagen ist. Den brauchen wir vielleicht heute. Wo geht's denn hier links eigentlich hin? Ah, hier haben wir auch einen Krankenwagen. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Hier können wir nicht durchfahren. Schade. Nicht wieder töten. Und let's go. Jawohl. Sehr schön. Weiter geht's durch den Wald. Nächste links, rechts. Kombi. So, hier am nächsten Gasthof vorbei. Hier geht es wieder hoch, hoch den Berg. Ganz vorsichtig. Jawohl, jetzt haben wir es gut gemacht. Gut hinbekommen. Achtung, wieder ein bisschen zu weit rausgedriftet. Wir sind im zweiten Gang. Jetzt geht es ordentlich den Berg hoch. Da merkt man, dass die Kiste so ein bisschen Power braucht. Da braucht man ein bisschen mehr Bums hier den Berg hoch. Bisschen aufs Gas jetzt. Aufs Gas treten. Jetzt wieder ganz, ganz gefährlich. Nächste links, rechts. Wieder driften wir hier durch. Oh, Wahnsinn. Es sieht gut aus. Wir haben fast die Hälfte jetzt geschafft. Fast die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Und jetzt geht es hier nochmal einmal hoch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich mit ganz viel Gefühl hier wieder den Berg runter. Gerade nochmal abgefangen. Jetzt geht es wieder runter. Jetzt geht es wieder runter. Jetzt sind wir am höchsten Punkt angekommen. Wieder nochmal abbremsen, abbremsen. Und auf die Bremse, auf die Bremse, auf die Bremse.
Das Auto ist natürlich schon wieder halb Schrott, aber wir werden jetzt trotzdem mal versuchen, eine Runde zu überstehen. Nochmal geht's hier runter. Oh, ist die gefährlich, die Kurve, die kriegt man fast nicht. Da muss man so schnell und so hart auf die Bremse gehen, schon einen halben Kilometer vorher gefühlt, dass dieses Auto endlich mal anhält. So, nochmal ein bisschen mit dem Gas, mit der Bremse spielen. Nochmal driften wir hier in die nächste Passage rein. Achtung, ganz gefährlicher Rechtsknick. Rechtsknick, jawohl, den kriegen wir auch gut. Wir sind gut dabei, wir haben einen Lauf. Wir haben jetzt einen Lauf. Wir haben einen echten Lauf. Achtung, runter vom Gas nochmal. Junge, das ist doch absolut krass. Wie sollen wir denn hier ein Rennen fahren? Also wir brauchen ja die komplette Strecke, um das Auto komplett auszudriften. Und jetzt ganz, ganz hart auf die Bremse. Achtung, Haarnadel, runterschalten, runterschalten. Feuerwehrwagen auf der rechten Seite, wir kriegen die Kurve gerade so. Zweiter, erster Gang. Let's go, nochmal hochschalten. Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. Wir haben fast eine Runde durch. Boah, einmal über die Kuppe drüber. Vierter Gang. Alles Vollgas. Wir sind bei 300 km/h fast mit diesem Fahrzeug. Junge, das ist richtig verrückt. Achtung, einmal Vollgas hier durchheizen. Jo. Wir brauchen die komplette Strecke, um hier einmal durchzudriften, weil das Auto nicht komplett Grip hat. Wir haben komplett eine Runde überlebt. Wir haben eine Runde geschafft. Let's go. Wir haben eine Runde. Wir haben eine Runde geschafft. Mit einigen Versuchen. Und die Runde war jetzt eine 4-Minuten-Runde. Und jetzt wird es absolut krass, denn wir versuchen jetzt eine Runde in einem Rennen zu überleben mit 20 Fahrzeugen. Let's go. Die Ampel geht an. Und wie gut kommt die KI hier klar, ist die Frage. Werden wir es hier durchschaffen? Diese eine Runde. Wie viele Versuche brauchen wir? Rein geht's. Erster, zweiter Gang. Und wir haben Zuschauer auf der linken Seite, die Tribünen sind gefüllt. Die wollen sich hier das Spektakel nicht entgehen lassen. Wir gehen auf die Bremse für die erste Kurve, wieder ein bisschen spät gebremst. Und hier auch auf der linken und rechten Seite Zuschauer, die sind absolut lebensmüde, dass die sich da hinstellen. Wenn wir uns da verbremsen und im Zaun landen. Und der Erste, der hier voll über den Randstein fährt, über den Gehweg drüber und fängt sich nochmal komplett. Wir gehen auf die Pflastersteine, bremsen schon mal ab. Wir müssen abbremsen. Achtung, erster Crash. Wir entkommen dem ersten Crash hier durch die Links. Hier langsam runterschalten. Nochmal dritter Gang, zweiter Gang. Jawohl, wir sind auf Platz 13. Boah, das war krank. Da sind wir beinahe gestorben jetzt schon wieder. Aber wir haben auf jeden Fall viele Zuschauer hier am Start. Das ist schon mal schön zu sehen, dass die Formel 1 hier wieder Zuschauer an den Start bringt. So, der Erste, der hier retired. Achtung. Runterschalten, nochmal ganz viel Gefühl hier rein. Das Auto ist noch nicht beschädigt. Wir sind noch ganz gut unterwegs. Platz 13 von 20. Achtung, ein bisschen in die Wiese wieder rein. Mit ganz viel Gefühl. Wir kennen jetzt natürlich die Strecke. Das ist ein guter Vorteil, den wir jetzt haben. Im Vergleich zur KI, die hier das Ding hier zum ersten Mal fahren müssen. Boah, wieder ganz nah am Zaun vorbei. An den Fotografen. Und jetzt Windschatten. Runterbremsen nochmal ein bisschen zu schnell rein in die Kurve wieder. Wow, wow. Das war's. Das war's. Auto schon wieder tot. Wir werden hier nicht aufgeben, bevor wir nicht ein Rennen hier durchgekommen sind. Und wie krass muss man als Zuschauer sein, hierher zu kommen und sich dann so nah an den Zaun zu stellen. Also die Menschen damals, die hatten absolut kein Schiss vor gar nichts. Das ist ein richtig starkes Rennen bis jetzt. Richtig, richtig gut. Ohne Crash bis jetzt durch. Oh! Risky. Achtung, nochmal hoch durch den Wald. Wir holen auf. Jetzt durchrollen. Die nächste rechts, links. Serpentin geht's hier hoch. Wieder ein bisschen driften. Wieder früh am Gas. Immer schön ein bisschen rechts auf die Strecken-Map gucken. So, rechts. Jetzt außen vorbei. Außen vorbei gedriftet. Junge, mit Style. Mit Style. Oh, ganz eng. Ganz eng am Zaun. Let's go. Der war richtig nice. Und jetzt geht's wieder über den Hügel. Jetzt sind wir wieder am höchsten Punkt angekommen. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Aufpassen. Jetzt geht es einmal nochmal links hoch. Und dann war die gefährliche Kurve, wo es den Berg runter geht. Wir gehen hier schon mal auf die Bremse. Auf die Bremse. Oh! Junge, Junge, Junge! Gestreift. Wir sind nur gestreift. Es war nur ein Streifer. Vorsicht, wir sind Platz 10. Platz 10 ist schon mal nicht schlecht. Wieder voll aufs Gas. Und jetzt kommt gleich nochmal der Linksknick. Vorsichtig rein. Ah, fast perfekt. Fast perfekt gefahren. Aber hier können wir auch nicht vorbei. Das ist zu riskant, da reinzustechen. Vielleicht nochmal vor der Haarnadelkurve. Einmal nochmal auf die Bremse. Mit viel Gefühl. Und jetzt bremsen wir schon mal ab. Wir bremsen ab. Wir bremsen ab. Bremsen ab. Bremsen ab. Sorry. Oh, wir haben es fast geschafft.
Wir haben wieder einen Kollegen abgeräumt, aber wir haben es fast geschafft. Wir sind fast durch. Junge. Jawohl, wir sind fast da, wir sind fast da. Da sind wir losgefahren beim allerersten Mal. Durch den Wald nochmal. Einmal kurz nochmal vom Gas runtergehen. Die letzten paar Kurven. Wir haben es irgendwie durchgeschafft. Wir haben es irgendwie geschafft. Zwar nicht ohne Schaden und nicht ohne Rempler, aber das ist fast nicht fahrbar. Das ist fast nicht zu schaffen hier. Das war's. Junge, wir sind fertig. Also man muss sich halt einfach mal vorstellen, dass die Fahrer damals das Rennen wirklich gefahren sind. Das ist nicht vorstellbar eigentlich. Jo, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben raushauen. Dann sehen wir uns im nächsten verrückten Assetto Corsa Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.